Ja, das Ergebnis ist natürlich eindeutig, aber der Spielverlauf spiegelt das, glaube ich, nicht im vollen Maße wider. Gladbach hat uns ein richtig gutes Spiel geliefert. Wir waren sehr viel am Hinterherlaufen, hatten in der zweiten Halbzeit kaum Zugriff, machen aber in den entscheidenden Momenten die Tore, haben uns gegen alles reingeworfen, gegen alles gewehrt. Von daher würde ich sagen, vom Ergebnis ein klarer Erfolg, aber von der Spielweise hat Gladbach uns schon ordentlich auf Trab gehalten. Ja, ich glaube, wir haben heute gegen den Branchenprimus gespielt und der hat einfach gezeigt, dass er die Qualitäten in gewissen Situationen auf den Platz bringt. Und deswegen stehen sie zu Recht da oben und spielen wirklich eine herausragende Saison. Aber ich glaube, dass wir heute ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben, sehr viele Dinge richtig gemacht haben. Wir haben eigentlich, obwohl wir gegen so eine Spitzenmannschaft spielen, kaum Chancen zugelassen. Aber das, was zugelassen worden ist, haben sie eiskalt ausgenutzt. Ja, ich fand, das war ein super Spiel, haben alles gegeben. Ich habe mich natürlich auch wieder gefreut, von Anfang an zu spielen oder generell wieder zu spielen, weil unsere Liga abgebrochen wurde. Und ja, habe mich gefreut, wieder auf dem Platz zu stehen. Insbesondere zweite Halbzeit, glaube ich, haben wir Dortmund nahezu gar nicht mehr ins Spiel kommen lassen. Und man macht dann auf, ja, riskiert nach vorne mehr, lässt dann Raum für Konter zu. Und zwei Stück davon haben sie eiskalt genutzt. Aber auch da war nicht mehr. Insofern habe ich der Mannschaft gesagt, dass ich dass das Ergebnis ignorieren sollen. Sie sollen traurig sein, dass sie verloren haben, aber das Ergebnis spiegelt nicht die Spielleistung heute wieder. Ja, klar, ist natürlich was anderes. Grundsätzlich wäre es wahrscheinlich komplett gelogen, wenn ich sage, dass es für mich genau das Gleiche ist, aber auf dem Platz macht es für mich wirklich keinen Unterschied. Ich spiele gerne mit den Jungs hier zusammen, wir sind richtig erfolgreich, haben einen super Spirit. Von daher freue ich mich jedes Mal, wenn ich hier dabei sein darf, freue mich aber auch, wenn ich bei den Profis oben im Kader sein darf, Einsatzzeiten bekomme. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich auf dem Platz 100% gebe. Da spielt das Stadion oder der Ort keine Rolle. War ein super Gefühl. Die Jungs haben mich super aufgenommen, als ich gestern erfahren habe, dass ich mal wieder spielen darf von Anfang an. War ein super Gefühl, hat mich wieder gefreut, hat mich genauso vorbereitet wie die anderen. Und ja, war ein super Spiel heute.